Guten Morgen, wir haben heute Donnerstag, den 22. August 2013. Heute geht's nach Koblenz, der Bonner Schifffahrtsgesellschaft. Da muss der Drachenfels. Und wir schauen Richtung Bonn, Richtung Königswinter. Der Rhein hat ein bisschen Niedrigwasser. Wir sind auf der Insel Grafenwerth, Bad Honnef. Vor uns liegt die Insel Nonnenwerth. Da hinten ist Rolandseck. Das ist der Rolandsbogen. Eine Fähre nach Insel Nonnenwerth. Da kommt die Rheinprinzessin an. Wir sind jetzt an Bord. So, guten Morgen. Im Moment passieren wir Oberwinter. Ich filme aus Unterdeck, aus dem Restaurant. Wir sind noch am Frühstück. Vor uns liegt Bad Breisig. Rechts das Rheinhotel, 4 Jahreszeiten. Bad Hönningen. Wir verlassen wieder Bad Breisig. Vorbei. Da hinten geht's ins Bohltal. Gleich in Hammerstein. Wir sind Richtung Andernach. Ein bisschen windig noch. 10 vor 11 haben wir.
Bereich in der Lautersdorf. Die Brombeerhütte. Hier ist die Anlegestelle für die Besichtigung des Geysirs, der hier hinter den Bäumen ist. Wir erreichen gleich Andernach. Ein alter Kran aus dem 16. Jahrhundert. Jetzt vorbei. 11.05 Uhr, wir erreichen Andernach. Die Kollegen von SWR-Fernsehen drehen heute hier an Bord. So, wir haben angelegt in Andernach. Ein paar steigen auch noch ein. Da ist der Kollege vom SWR-Fernsehen. Das Fernsehteam verlässt die Rheinprinzessin am 1. Oktober in Südwest 3. Fahr mal hin, von Remagen nach Andernach. Sie hat noch was vergessen. Der Kollege vom Südwestfunk. Wir verlassen Andernach, weiter geht's nach Koblenz. Vor uns liegt die Wiedmündung. Wir sind auch gleich in Neuwied. Auf der rechten Rheinseite liegt Neuwied. Im Schloss. Vor uns liegt das Kerncafé Mühlheim-Kärlich. Im Moment der Abbau stattfindet. Jetzt erreichen wir gleich Urmitz. Mach Feier! Gehen nach Hause!
rechten Rheinseite Engers. Mit Schloss Engers. Die Rheinfantasie von der Köln-Düsseldorfer. Die TUI Sonata. Fährt auch unter maltesischer Flagge. Hinter der Kurve können wir gleich schon Koblenz sehen. Vor uns liegt Koblenz. Kaiser Wilhelm Denkmal, Kaiser Wilhelm I. Fertiggestellt worden 1897. Hier fließt oder hier mündet die Mosel. Auf der rechten Rheinseite die Festung Ehrenbreitstein. Mit der Seilbahn anlässlich der Bundesgartenschau gebaut. Gleich erreichen wir Koblenz und wir steigen aus und die anderen fahren noch bis Bocholt weiter. Da ist ein Spiegel an der Decke. Die Reitprinzessin fährt weiter nach Bocholt. 20 Minuten Verspätung. Wir haben jetzt 1 Uhr, trotzdem haben wir 20 Minuten Verspätung. 1 Uhr, trotzdem haben wir 20 Minuten. Wir sind in Koblenz, die Anlegestelle, wo wir ausgestiegen sind. Hier ist der Boulevard. Das ehemalige preußische Regierungspräsidium. Das ist das ehemalige preußische Regierungspräsidium. Wird jetzt von der Bundeswehr genutzt. Romanticum Koblenz, Mythos Rhein,
Koblenz verblendet. Der Flusskreuzfahrtschiff legt in Koblenz an. Die Sonnenblumen. So sah das Eck beim Hochwasser 1993 aus. Wegel in Koblenz. Im Moment. 1,43 Meter plus 2 Meter. Die Weinstube. Früher war das das Rheinmuseum. Moselmündung. Hier fließt die Mosel in den Rhein. Das ist die Altstadt von Koblenz. Mittelrhein-Museum. Eine ganz alte Reklame. Thank you.
sind auf dem Jesuitenplatz. Vorne ist die Jesuitenkirche. Oben schau mal, das Da Vinci in Koblenz. Wir sind wieder an der Uferpromenade am Rhein angelangt. Vorne ist die Konrad-Adenauer-Straße. Das heißt Café, Restaurant, Hotel Haus Moria. Und oben ist die Festung Ehrenbreitstein. Langsam kommen die Ausflugsboote wieder zurück. Vor uns liegt die Asbach. Auch von der Köln-Düsseldorfer. Auch Heimathafen Valletta auf Malta. Das ist das Denkmal Affektion. Gestiftet vom Casino Koblenz. Das Schloss von Koblenz. Wir befinden uns im Schlosspark. Wir warten auf die Rheinprinzessin, aber es dauert noch etwas. Da kommt die Rheinprinzessin an. Wo legt die Rheinprinzessin an? An einem Steiger Nummer 9. Da ist er nicht weit weg vor 10. Die La Paloma da liegt. 18.50 Uhr, wir sind an Bord von der Rheinprinzessin. Und wir verlassen Koblenz. Kaiser Wilhelm I. Noch einmal Engers, Schloss Engers, Kilometerstein 601.
heute. Kilometerschein 603. Gleich sind wir im meisten. Ganze noch 45. Wir sind in Andernach. So langsam lichtet sich das Außendeck der Rheinprinzessin. Ist auch schon ziemlich frisch geworden. Am Abend, 20.15 Uhr. Personenfähre nach Bad Hönningen. Auf der rechten Rheinseite Bad Hönningen. Weiter geht's. Sofort in Linz. Die Linzer Feuerwehr hat heute Abend Übung. Um 20.35 Uhr, wir erreichen Linz. Das war unsere Fahrt nach Koblenz. Die Rheinprinzessin fährt jetzt weiter nach Bonn.